Hallo meine lieben Freunde! Und hallo meine lieben Freunde! Genau, willkommen zurück bei einer weiteren Runde von Rainbow Six Siege! Hallo! Und wir wollen jetzt erstmal hier voll ablosen. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen aber darauf hinweisen, heute ist ein komischer Tag. Heute sind sehr viele, entschuldigen wir den Ausdruck, Kinderspackos unterwegs. Einer sitzt neben mir. Ja, das war jetzt sehr witzig. Ich wollte darauf nämlich hinaus, dass die mir die ganze Zeit beleidigen und ganz schlecht spielen. Ja, man und sieht's ja, es geht jetzt schon los. Cheater. Ist noch nichts passiert, aber der Erste schreibt schon. Cheater. Ja. Nee, ja, ist heute also wirklich ganz schlimm. Mal gucken, ob ihr das... Ich hoffe, ihr kriegt das nicht mit. Von daher. Wir hoffen einfach mal, dass das eine gute Runde wird. Aber wir wollen mal sehen. Aber wir haben jetzt keinen neuen Operator bei uns im Team. Das finde ich sehr schade. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Ja, eine ist ja, ja, wir haben auch ein paar Probleme eben gehabt, überhaupt einen Trupp zusammenzubilden. Und ja, läuft halt, ne? Heute läuft. Keine Camps in der Nähe? Es bleiben 5 Sekunden. Scheiße, wo ist diese verfickte Scheißkacktreppe? Ah, da hinten. Beschützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Nein, wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Falsche Seite, oh Gott. Ich sage, man muss sich erstmal in diesem dieser Map hier ein bisschen. Ich setze den Sensor ein. Wo war das denn? Bei der Treppe nach unten. Cool. Ja. Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Ich helfe dir. Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Sofort eingreifen. Letzter verbleibender Operator des eigenen Trupps. Ja. Ja. Der wusste ganz genau, dass ich bei der Treppe bin hier. Oh, man sieht den Schatten deswegen. Ja, das lief ja. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. So fängt natürlich der Auftakt an. Ach so, ich wollte übrigens noch was erwähnen. Am Ende der letzten Folge, ich muss das da wohl nochmal dazu packen. Bis jetzt doch nicht gemacht. Habe ich, nee, das habe ich tatsächlich vergessen. Oh, das ist gut. Da haben wir noch 3 Partien, also 3 Maps gespielt. Und alle 3 Maps gewonnen. Ich wollte nur mal darauf hinweisen. Wir sollten vielleicht nicht so oft, ey, komischerweise, wenn wir aufnehmen, verlieren wir aber haushoch, ne? Gehen ja die Leute raus. Ja. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Von wie schnell waren die denn drinne? Das war richtig unheimlich. Na, jetzt geht's wieder los. Du bist einfach, du sagst, ey, du bist voll scheiße. Das nächste sagt der nächste wieder das schöne Wort mit H. Was bezogen auf die Mutter ist. Wo sind die Treppen? Wo ist der Eingang zum Haus? Und wir müssen sagen, es ist. Also ich empfinde es sehr schwer, auf diese Map zu kommen. Noch 10 Sekunden. 5 Sekunden bis Einsatz. Ja, genau. Puls ist der, der mich auch abgeknallt hat, der eben auch die Drohne sofort gesehen hat. Ich wette, der wird wahrscheinlich die Hälfte von uns killen. Drohne bereit. Ach, ehrlich? Das dachte ich mir aber auch gerade. Achtung, Explosion! Ja, okay, ich versuche auf den Kopf zu schießen, aber anscheinend ist das... Ja, fick dich, ganz ehrlich. Im Leben nicht. Ich schieße mit der Schnellfeuerwaffe auf ihn und er mit der Pistole gibt mir einen Headshot oder was. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Ja, nee. Sorry, also ich wusste das ja schon vorher, aber jetzt mache ich es tatsächlich auch mal hier in der Aufnahme. Kann sich jemand anders drum ärgern. Ich will mich nicht drum ärgern, soll sich Fairfight und Battle Eye und... Ich will mich einfach nicht aufregen.
Wenn nichts ist, passiert doch nichts. Und wenn er was gemacht hat, dann ist er raus. Dann hat er es zurecht gemacht. War zumindest tot auf Ansage von genau dem Spieler. Das finde ich ja schon mal... Aber ich finde es gut, da kann man wenigstens, muss man sich nicht wie bei anderen Spielen drum ärgern. Jetzt ist hier ein Cheater, der ist in einem Haus drin, wo man nicht rein kann. So ein Haus reingeglitscht, zum Beispiel wie mit DayZ. Sondern hier kann man sagen, weißt du was, ich habe hier einen Verdacht, meldest das. Und dann kann man sagen, ist nicht mehr mein Job, das ist jetzt der Job eines von anderen Programmen oder sowas, die das prüfen müssen. Das ist entspannt ein bisschen, nur ein bisschen. Eigener Trupp wurde eliminiert. Ah, den wollte ich jetzt nehmen. Der ist total... Also, als ich damit gespielt habe, das eine Mal, wo ich nicht aufgenommen habe, wo wir testweise das gemacht haben, war es total lustig, mit dem zu spielen. Jetzt... Ah. Oh, dafür haben wir jetzt einen fünften Spieler endlich. Zumindest namentlich. Schauen wir mal, ne? Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Ja, das macht jetzt schon eine helle Freude. Wir müssen schon verstehen, wo gleich diese verkackte Treppe ist. Wand gesichert! So machen die Aufnahmen ehrlich gesagt wenig Spaß. Das muss ich jetzt sagen. Egal, ich mach hier trotzdem zu. Ja, hier gibt's ja auch 1 Million Ausgaben. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ah, die ist nicht ganz dahin geflogen, wo ich wollte. Eine habe ich noch, die brauche ich mal selber. Ich platziere eine AVS. Herzschlagsensor aktiviert. Naja, wie gesagt, wir hatten auf jeden Fall sehr viele Probleme, überhaupt diese Map hier zu kriegen. Ich weiß nicht, wie lange haben wir jetzt gebraucht für die Map? Obwohl, ja, kann hinkommen. In Zeit gemessen? Ein bisschen über eine Stunde, ne? Ja, eher zwei. Ja, knapp 2 Stunden, also. Und dabei haben wir nicht mal oft dieselben Maps gehabt, muss man dazu sagen. Also war eigentlich ganz gut verteilt. Man merkt, dass die Leute noch nicht so genau wissen, wo die Camps sind, außer und so. Also hier ohne Markierung zu arbeiten. Kommt eine Drohne von unten die Treppe? Kannst du die Drohne über dem Lüfter nehmen, die auf das Treppenhaus guckt? Von mir. Genau. Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Sicherung des Biogefahrgutbehälters. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Die Feinde aufhalten. Die Gegner sichern den Behälter. Ein Operator des eigenen Truppen. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern.
Und ich dachte tatsächlich auch, das ist der letzte Spieler, aber... Den Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. War's nicht. Nur noch ein Gegner übrig. Eigener Trupp eliminiert. Mission ja, die Sounds, die müsst ihr euch denken, die... Das letzte hätte als erstes sein müssen. Müsst ihr euch rückwärts vorstellen. Ich würde sagen, wir hängen noch eine Runde dran, dass wir vielleicht mal wieder gewinnen. Ja, okay, ja, ist okay. Wir werden dann aber wahrscheinlich nicht wieder diese Map kriegen, ne? Ja, das ist doch egal. Die gewinnen wir trotzdem vielleicht mal. Man muss sich auf der Map, also die Map ist lustig, sie ist cool, aber total unübersichtlich. In meinen Augen ist sie noch unübersichtlich. Wie gesagt, wir haben sie jetzt auch zum dritten Mal bis jetzt erst gespielt. Wir sind einmal ganz am Anfang, um uns die überhaupt mal angucken zu können. Ein zweites Mal habt ihr ja die Aufnahme gesehen und das war jetzt das dritte Mal. Ja, aber glücklicherweise keine Kinderidioten, die ganze Zeit hier rumbeleidigt haben. Das ist heute schon die Ausnahme. Ja, das stimmt. Na gut, man muss auch dafür sagen, es gab es jetzt im Steam Sale für 20 Euro, also jedes Kind wird sich jetzt das Spiel geholt haben. Ja. Yeah. Gucken wir mal. Wahrscheinlich verlieren wir jetzt, weil wir aufnehmen wieder. Und sobald wir die Aufnahme ausmachen, gewinnen wir. Ich finde aber, wenn man das immer erzählt... Das Problem ist, einerseits will man es ja erzählen, weil es die Wahrheit ist. Andererseits klingt das immer wie eine Ausrede. Wir wollen euch nur keine Angst einjagen. Nicht, dass ihr das Spiel nicht mehr spielt, weil ihr nicht auf uns treffen wollt. Mhm. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Da ist übrigens neuer Operator. Der mich hier gerade ein bisschen anpisst, weil er mich nervt. Ja gut, dann gibt's halt keine Kosten. Ich mag es immer, wenn der Westentyp die Westen als letztes rausgibt. Ist immer ein gutes Zeichen. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Ich mach fast übrigens immer von oben zu. Das ist so meine Marotte. Wechsel das Magazin! Tür gesichert! 10 Sekunden noch. Nur noch 5 Sekunden. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Jetzt können sie kommen. Fest befestigt! Setze Willkommensmatte ein. Die ist ein bisschen random, aber vielleicht funktioniert's. Die wollen unten direkt rein irgendwie, ne? Ich weiß es noch nicht so ganz. Ja, ich höre ja Geballer, aber... Ich meinte jetzt nicht deins. D4 bereit. Krass, das ist übrigens eine neue Fähigkeit. Super. Wechsle Magazine! Ich hab doch nur drauf geschossen, das gibt's doch nicht. Die Schrotdinger haben nichts gemacht. Der hat genauso schlecht geschossen wie ich, aber trotzdem stimmt er einfach nicht. Trotz dieser Blutlache. Na gut, heute das
Das will nicht. Mission gescheitert. Ein Operator gefallen. Ja. Also ein Aimbot benutzt er definitiv nicht. Nee, nee. Egal, selbst wenn er... Das ist kaputt. Vielleicht ist... Wir haben keine... Was? Ich wollte gerade sagen, wir haben keine Geisel. Du darfst Hughes nehmen. Ja, mach ich auch. Wir hatten die einige Runden nämlich Geisel. So. Ein paar mehr. Also alle. Alle anderen, genau. Nee, wir hatten noch Bomben. Und wir? Erinnere ich mich nicht dran. War das gestern? Wahrscheinlich. Ja, vielleicht war es gestern. Den Standort ist. Wir hatten heute den ganzen Tag, glaube ich, gekackte Geisel. Kann auch sein. Ach, was weiß ich. Ach, hier, diesen kleinen Haupteingang. Gute Arbeit. Der Fahrgutbehälter wurde lokalisiert. Super. Du fährst einmal quer vor mir lang und meine Ja, ich wollte durch diesen Schacht fahren. Bin ich auch rein? Angeht bei mir zumindest. Ach so, mir ist aufgefallen. Ist jetzt, ich weiß nicht, ob man das Spiel entscheiden kann, eher weniger, aber Netcode bezüglich Schießen und Drohnen, der ist ganz, ganz mies. Also der ist wirklich mies. Die können schießen und die Drohne ist schon, wie ihr gesehen habt, eigentlich sonst wo und zählt trotzdem noch als getroffen. Ja, ich eben auch. Ich hatte den bei mir noch nicht mal gesehen. Also da war ein Loch dran. Bis zum Einsatz. Der hat mich dadurch erschossen und ich habe ihn nicht mal gesehen. Also es ist ganz merkwürdig. Ja, also die Synchronisation da ist super mies. Yep. So. Ihr wisst, wo die Camps sind? Hinten Eingang? Ihr. Ja, ich meine die anderen auch wenn sie mich nicht hören. Das Problem an der Stelle hier ist immer sehr gerne Puls, der dann C4 hier gegen wirft. Mutzi, hallo. Hm. Hallo. Der war schneller als ich. Ja, der kam. Ja, ich habe ihm noch einen Headshot gegeben. Ja. Also gleichzeitig mit dir, um genau zu sein. Super. Ja. Siehst du gleich hier in der Wiederholung. Ja, da war tot. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass meine schneller ist, aber. Heute. Interessanterweise habe ich den so schnell gesehen, weil ich auf zu dir geguckt habe gerade, so mit ihm, als wir ein bisschen rumgealbert haben. Ach, es läuft. Heute ist ein super Tag. Der perfekte Tag, um dieses Spiel hier aufzunehmen. Aber wir haben ja noch ein paar andere Tage, ne? Ich schiebe das jetzt einfach mal auf den Tag. Aber ihr müsst mal darauf achten, auch wie die Drohnen fliegen oder sowas. Also irgendwas ist bezüglich Netcode und Drohne hier ganz, ganz mies. Doch wohl nicht wahr sein. Ist der tatsächlich jetzt oben? Waren das jetzt drei Überlebende oder zwei? Eine. Ach, ich kann euch sagen, warum ich jetzt nicht gesehen habe, der lebte. Seht ihr oben rechts dieses dunkle Viereck? Das ganz oben dieses Fragezeichen? Das bedeutet, der lebt noch. Und das habe ich schon mal gesagt. Ich weiß, es muss aber eine Schwäche von mir anscheinend sein, was das angeht. Ich habe, egal welche Farbe die da oben sind, immer das Problem, dass wenn die diese... Alle haben so ein Zeichen und der eine ist noch ein Fragezeichen. Ich denke immer, der ist tot und dabei lebt er noch. Ist aber jetzt schon die zigte Runde, wo das passiert ist. Letzter verbleibender Gegner. Matsch. Schöne Ansicht gewesen, schöner Schuss. Den Raum sichern und den Biobehälter schützen. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich da... Ich raff das einfach nicht. Ich bin zu blöd für diese neue farbliche Anzeige da oben.
weil die so von der Farbe so nachgedunkelt ist und immer für mich ist dunkel tot. Oder ich muss mir einfach erst dran gewöhnen. Gut gemacht. Der Behälter ist sicher. Ja, für mich ist das noch... Ich weiß nicht. Ist nicht meins. Ich weiß nicht warum. Ich weiß, dass es anders ist und mach's trotzdem jedes Mal falsch. Deswegen bin ich auch so sicher da reingegangen, weil ich dachte, es sind... Ja, die haben die hier gerade noch gut gerockt. Wir haben nichts, um die Türen immer zuzumachen, ne? Schade. Du wolltest mich gerade aufopfern. Türen und Wände, Kacke, alles auf. Ja, aber nicht permanent. Nicht gegen Türme. Nee, nicht in dem Haus hier. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Er hat jemand links hier keinen Bock hier mitzumachen? Jetzt können Sie kommen. Seht ihr hier eine Drohne? 10 Sekunden noch. Es bleiben 5 Sekunden. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Warum ich übrigens die Ecke da unten aufgeschossen habe, weil die gerne eben halt da in die Ecke laufen, wenn sie den Raum einnehmen wollen. Ich leiste Hilfe. Ja, ich habe Hilfe gemacht. Habe ich gerade Lust zu. Wo bist du da hinten? Ja, ich habe leider kein C4, das wäre von hier oben unten echt praktisch. Herzschlagsensor aktiviert. Ach man. Gar nicht, diese blöde Drohne. Ja, heute ist nicht der Tag. Wir entschuldigen uns schon mal für unser nicht so gutes Spiel heute. Ja, heute ist nicht unser Tag. Was ist denn da oben los? Biogefahrgutbehälter beschützen. Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Den Gegner von der Sicherung des Biogefahrgutbehälters abhalten. Die Gegner sichern den Behälter. Gut. Meine Matte war anscheinend nicht mehr da. Alter, noch 3 HP. Warum wissen die eigentlich mal, wo ich bin? Das Sie ist ja... Ihre Versuche, den Behälter zu sichern. Wahrscheinlich, weil der andere da gerade in der Nähe geschossen hat. Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Sofort eingreifen. Ein Kämpfer ja, des eigenen Trupps verbleibt. Mission des eigenen Trupps. Ja, der hat ja hier geschossen, dadurch wusste ich das. Außerdem, so viele Optionen gab es ja nicht mehr. Nur Spackus heute unterwegs. Nur Spackus. Gucken wir mal. Seht ihr, jetzt haben wir schon mal den ersten Spacko. Gucken wir uns gleich mal an, was das für ein Typ ist. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Ja, genau so einer. Sagt mal alle Hallo zu dem.
So ein Spacko, echt. Vor allem, warum lässt er uns nicht so spielen, wie wir spielen wollen? Echt unglaublich. Ja, renn in den Tod mit 3 HP. Das sind 3 Leute. Oh, fuck you, Mikkel. Ja, da, das hält er von euch. Genau, da sind wir wieder bei dem, was wir gesagt haben mit den Kindern und Beleidigungen. Und naja. 5 Sekunden. Ja, echt mal, renn in den Tod. Alter, du musst in den Tod rennen. Ja, bitch, bitch, da fehlt heute ein bisschen. Aber fuck you und Hurensohn ist heute dafür sehr oft im Kurs. Alter, ist der langsam. Warum ist denn der hier so slow mode? Schon überlegt, ach, ich mach hier, komm, ich mach mir hier ein bisschen YOLO für euch. Das ist mir, lief bis jetzt so schlecht, warum soll es jetzt besser gehen? Also. Ja, fuck you, Alter, fuck you, renn in den Tod mit 3 HP, Alter, fuck you. Was haben wir eigentlich, Bio? Ja, ne? Durch das Schild. Durch das Schild, willst du mich verarschen? Ja, ich wollte blitzen, ich habe auch gedrückt, aber ihr seht. Durch das Schild! Und ich habe nicht zugehauen. Ich weiß immer, wenn man zuhaut, dann nimmt das Schild zur Seite, dann zählt das Schild nicht, als ob es da wäre. Ich habe diesmal nicht zugehauen. Der hat durch das Schild gehauen. Geschossen. Das kann nicht richtig sein. Ist das ein Bug zufällig? Kann ich mir vorstellen. Nachladen. Ja, das zum Thema YOLO. Wir gehen mal. Warum rennt er denn nicht rein? Alter, renn rein. Warum nutzt du deine Drohne? Alter, Spacko, renn rein. Ah, da. Oh, Entschuldigung. Na komm, passt doch zum Tag. Nervt den jetzt auch ein bisschen. Magazin wird geladen. Nur noch ein Gegner übrig. Unglaublich. Unglaublich. Feindliche Aktivität. Bedrohung neutral. Einer von meinen Namen verleitet. Alter, was macht der denn da? Fuck you. Ja, fuck you. Auf wen hast du? Achso. Passendes Ende zu diesem. Ah, noch ein Teacher hier. Es ist heute ein ganz, ganz furchtbarer Tag.
Leider kann man die Leute beim Schreiben nicht aufblocken, das fehlt ein bisschen. Aber wir sind mit zwei Folgen ganz schön drüber, oder wollen wir eine dritte draus machen? Nö. Nö. Nö, es wurde nö gesagt. Dann sagen wir mal tschüss und viel Spaß euch noch und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich, ja, und hoffentlich läuft es das nächste Mal besser, aber ihr dürft trotzdem gerne einen Daumen nach oben machen. Das würde uns nämlich sehr, sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö.